In diesem Kurzvideo geht es um das Hohlkreuz. Ich möchte Ihnen den Unterschied zwischen einem echten und einem falschen Hohlkreuz zeigen. Ich möchte Ihnen aufzeigen, warum sich ein gesundes Hohlkreuz in bestimmten Situationen kerzengerade aufrichtet und wie sich das Hohlkreuz im Alltag idealerweise organisiert. Die Doppel-S-Form der Wirbelsäule bringt eine leichte Hohlkreuzhaltung mit sich. Das ist völlig normal. Das gesunde Hohlkreuz ist beweglich und dies in alle Richtungen, nach vorne und nach hinten, nach links und nach rechts, aber auch kerzengerade, beispielsweise wenn die Wirbelsäule in Längsrichtung axial mit Gewicht belastet wird. Zum Problem wird das Hohlkreuz, wenn es zu stark ausgeprägt ist, unbeweglich und steif geworden ist, wenn verkürzte Hüftbeugemuskeln beim Gehen Schritt für Schritt ein Hohlkreuz erzwingen oder wenn ein starker Rundrücken mit Überhang ein Hohlkreuz vortäuscht. Die funktionelle Therapie fokussiert zunächst auf die Ursachen des Hohlkreuzes: ungenügende Hüftstreckung, unbewegliche Lendenwirbelsäule, Rundrücken mit Überhang und so weiter. Zweiter Schritt: dreidimensionale Beckenstabilität durch funktionelle Kräftigung der Beckenbodenmuskulatur, der Bauchmuskulatur und, letzteres geht oft vergessen, der Gesäßmuskulatur. All diese Muskeln müssen kräftig zusammenarbeiten. Drittens braucht es situativ gezielte Schutzmaßnahmen, beispielsweise für endlos langes Sitzen im Büro, Auto, im Flugzeug oder beim Heben und Tragen schwerer Lasten. Wichtig ist, das Problem Hohlkreuz im Gesamtzusammenhang zu verstehen. Verharmlosung der Hohlkreuzhaltung im Kindesalter, ungenügende Berücksichtigung der Rumpfstabilität im Jugendsport, Leistung auf Kosten der Gesundheit im Sport, gewollte unterwürfige Körpersprache der Frau in der Modefotografie, unterschätzter Zusammenhang zwischen Beckenhaltung und Kopfhaltung. Hinzu kommen steifer Rundrücken, Bewegungsmangel, Übergewicht, Stress. All dies begünstigt die Entstehung und das Bestehenbleiben eines zu starken Hohlkreuzes. Zusammenfassend gilt aus funktioneller Sicht, ja, Fehlbelastungen erkennen, gezielt üben, kräftig und beweglich bleiben.